Hier geht nichts mehr. Am Sonntag blockierten polnische Landwirte mit Dutzenden Traktoren den deutsch-polnischen Grenzübergang an der A2 in Świerczkow bei Frankfurt-Oder. Das heute ist ein Bauernprotest. Die meisten Landwirte hier sind aus Polen, aber wir haben auch Bauernvertreter aus Deutschland dabei. Wir protestieren dagegen, was die Europäische Union und das EU-Parlament mit dem Green Deal vorschlagen. Wir wollen Präsenz zeigen und solidarisch sein mit allen Protestern aus Polen, aus Deutschland, Frankreich und Spanien, weil wir alle eins sind als Bauern. Solidarność ze wszystkimi protestującymi w Polsce, wszystkimi protestującymi w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii. Und dasselbe würden wir uns auch vom EU-Parlament wünschen. Es geht aber auch um Getreideimporte aus der Ukraine. Die EU hatte nach dem großflächigen russischen Angriff vor 2 Jahren die Importzölle für ukrainisches Getreide ausgesetzt, um dem Land wirtschaftlich zu helfen. Günstiges ukrainisches Getreide auf dem EU-Markt drückt aber die Preise für heimisches Getreide, sagen die Bauern. Was hier friedlich verläuft, eskaliert an der polnisch-ukrainischen Grenze immer mehr. Demonstranten hatten dort zuletzt etwa Ladeklappen an Zügen geöffnet und das Getreide dadurch vernichtet. Der Verkehr an der Grenze zu Deutschland musste derweil über die Stadtbrücke zwischen Słubice und Frankfurt-Oder umgeleitet werden. Laut Polizei hielten sich die Einschränkungen am Sonntag aber im Rahmen. Die Landwirte kündigten an, dass dies nicht die letzte Aktion sein würde.